Jetzt sind wir da. Ja, hallo und herzlich grüß Gott. Und seid gegrüßt, liebe Community. Was haben wir denn jetzt plötzlich hier? Ja, ich bin nicht da. Das Bild ist da, aber sieht völlig anders aus. Warum? Ich habe das Spiel jetzt in einer L-Hiver-Version oder L-Apostrophe-Hiver oder L-Liver-Version aufgespielt. Und möchte ganz gerne mal weiterspielen. Und das werden wir auch tun. So, grüßt euch. Jetzt bin ich wieder da. Schauen wir mal, wie das aussieht. Und ich habe die 2.5.1 Version. Steht zwar noch rechts unten 2.5, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wichtiger ist, dass wir mal uns angucken, wie die L-Apostrophe-Hiver oder L-Hiver. Schreibt mir in die Kommentare, wie das ausgesprochen wird. Natürlich in Lautschrift. Was gibt es zu erzählen? Ja, ich habe die neue 2.5.1 Version erstmal so zum Testen bekommen. Weil ich hatte ja schon die Schabernack-Quest angefangen. Und da könnte es Probleme geben. Und mit einem Tool irgendwas einsetzen oder noch rumzuprogrammieren, ist klar, möchte keiner. Das war doch klar. Ja, gucken wir uns mal auf die Boden hier rum an. Das sieht nämlich so aus. Und jetzt habe ich mich natürlich völlig verplappert. Warum? Weil ich das falsche Spiel eingeladen habe. Dafür haben wir nochmal die Möglichkeit, hier nochmal richtig ins Menü zu gucken. Und zwar haben wir jetzt auch endlich abgehobenere, in angenehmem Blau Schriften zu sehen. Ja, das freut mich. So, jetzt haben wir ja beim letzten Mal die Wölfe abgeschossen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie viele Pfeilchen ich eigentlich noch habe. Das sind eigentlich nicht mehr viele. Ich habe 14 Pfeile. Was sind denn das? Bolzen? Wieso habe ich Bolzen gekauft? Kann sich einer erinnern, ob ich Bolzen gekauft habe? Ich weiß es nicht. Das heißt, ich müsste also nochmal wieder mal immer mal im Inventar gucken. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ja, wir sehen, im Inventar gibt es nämlich viel bessere Sichten. Und die Leute, guck, diese Symbole sind viel, viel schöner und viel, viel besser. Klasse. Was haben wir hier? Pfeilschäfte 8. 200. Aber ich habe ja noch irgendwo, wie heißt das Ding? So eine Holzscheibe. Kann mich erinnern, dass ich noch eine Holzscheibe habe. Ach, wo ist denn die? Ich bin so blind heute. I'm so blind. Irgendwie doch nicht. Aha. Gut, okay. Was machen wir? Gehen wir zurück zur Burg? Ja, wir gehen zurück zur Burg. Ah. Noch was ist Neues. Wir haben unten den Lebensbalken und den Mana-Balken. Etwas kontrastreicher. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Das ist aber eine ganz andere Mauertextur. Schön. Schauen wir mal. Habe ich. Womit denn? Nee, habe ich nicht. Ich habe ja genug Pfeilschäfte. Pfeilschäfte habe ich ja nicht mehr viele. Ich muss ja noch sägen. Theodor, was kannst du mir verkaufen? Hey. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. 50 Pfeile. 276. Ach, ich mach es mal. Dafür brauche ich die Bolzen nicht. Die kann ich ihm ja schön überlassen. So. Auch keine Bolzen bis jetzt noch nicht. Die ich wahrscheinlich irgendwie in meinen Adventuren, in meinen Adventures irgendwie noch irgendwie aus irgendwelchen Truhen geholt, gefunden oder sonst irgendwie was. So, 64. Pfeilchen. Wenn wir hier schon auf der Athanasburg sind, dann können wir auch mal gucken, ob irgendwelche Paladine, warum steht denn Tancred hier, irgendwas zu sagen haben. Alles klar, ja gut, okay, das ist der Freundliche, das ist klar. Der wird dann sagen, ja, danke der Nachfrage. Ritter Heerbrand. Halt, ich weiß, weshalb du zu mir kommst. Marabot schickt dich zu mir. Ja, das ist richtig. Ich soll... Das müssen wir später regeln. Bruno hat mir mitgeteilt, dass er dir ebenfalls Aufgaben gestellt hat. Diese solltest du auf jeden Fall vorher erledigen, bevor du zu mir kommst.
Okay, wissen wir was. Das wissen wir dann auch. Okidoki. Ja, wir sollten ja nämlich noch einige Sachen machen, wie zum Beispiel die Wölfe von Athanos vernichten, Schwiegersohn für Johann, Heudiebe, wertvolles Öl. Was haben wir denn da? Das haben wir beim letzten Mal gefunden. Der Rattenkönig, ach lustig. Aber um anheuern zu können, muss ich erstmal die Hauptquests oben machen. Und schauen wir mal. Ritter, 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 zittrige Ritter. Du bist Gottfried? Hat der schon immer hier gestanden? Nö. Meinst du, mir geht es besser? Noch mehr. Irgendwann muss das ja so kommen. Sag nicht, das hast du nicht. Ralf ist das. Ich kann das nicht mehr. Die Probleme habe ich kommen. Ich weiß mal was. Oliver was? Auch nichts. Immer mal gucken. Ganelun. Ich glaube, der sagt, das nervt. Oder? Warte mal. Hallo. Was willst du? Siehst du nicht, dass du störst? Ja, okay, das war Ganelun. Ich weiß ja nicht. In der neuen Version. Hey. Ich habe Marbot den Befehl übergeben. Ich habe Marbot den Befehl übergeben. Er ist nun bereit, euch einen seiner Männer mitzugeben. Sehr gut. Und wer soll es sein? Vielleicht du? Marbot will euch denjenigen mitgeben, der sich am meisten auf Athanos bewährt. Ich muss sagen, dass ich Marbots Meinung teile. Nur ein guter Mann sollte uns auf unserer schweren Mission begleiten. Aus diesem Grund habe ich Marbot gebeten, mir einige Prüfungen zu geben, damit ich mich bewähren kann. Ausgezeichnet. Bewähre dich. Es würde mich freuen, wenn du uns begleiten könntest. Ja. Da freut sich der Erik. Gut, okay, wie schon gesagt, wir müssen uns bewähren und diese lustigen Sachen da im Dorf erledigen. So, sollte ich denn schon mal wieder zurück ins Dorf mit meinen Pfeilen und dann mal die restlichen Wölfe, Athanos-Wölfe mal eliminieren? Es ist so ein blödes Wetter, ich weiß nicht. Ich mag keinen Regen. Draußen scheint die Sonne, sieht man ja hier auch. Mein Gesicht ist hellerer geworden, ich habe kein künstliches Licht an, ich mag das nicht so gerne. Ich hoffe, das ist okay. Ja, komm. Let's go. Oh, Waldbären sehen jetzt aus wie Heidelbeeren. Heidelbeeren. Ach ja, herrlich. So, Dörfchen und runter und mal wieder speichern. Oh, das sieht schön aus. Ach, bei der Gelegenheit werde ich mal, und wenn es so dunkel ist, nochmal hier ein bisschen gucken, was wir hier haben. Ah, das hat sich nicht geändert. Das hier, hatten wir eben gesehen, hat sich alles geändert. Sieht viel angenehmer aus. Ist wunderbar, ist auch besser so. Und dieser fette, breite Weg hier. Auch gut. Auch gut, auch gut. So, da. 17:51 Uhr, es ist mir zu dunkel. Das heißt, let's go to sleep. Hey, ein Fell im Bett. Das ist ja mal schön. Oh, da schläft es sich gleich viel besser. Also wirklich, neue Texturen. Ja, das Texture-Pack heißt ja El Hiver oder Liver oder Liber. So. Yep. Ach, beim letzten Mal habe ich an der Innos-Statue gebetet und habe statt Stärke Mana für 100 Gold gekriegt. Warum dem so ist, weiß ich nicht. Ich dachte mal gelesen zu haben, an Innos-Schrein kriegt man Stärke oder nur Mana? War das so? Korrigiert mich, wenn es falsch ist. So. Jetzt wird gekämpft. Gegen Wolfgangs. Oder nein, das ist auch noch irgendwie. Ich habe jetzt gerade eben hier den Bogen abgelegt. Jetzt lege ich ihn wieder an. Gerade eben war eben ein Fehlerchen drin. Aber egal, das kann man verkraften. So, junger gieriger Wolf hier. Einmal, zweimal 30 Erfahrung. Na, das ist ja ein Spülmittel. Oh, wie sah denn das Fleisch aus? Das sah jetzt aus wie
wie ein Filet diesmal. Ein leckeres Filet. Die Sachen haben wir, glaube ich, auch alle raus. Weiß ich gar nicht. Haben wir die? Gucken. Okay. Dann brauche ich auch nicht machen. Ja, mein Gedächtnis. So. Noch ein Wolfgang hier irgendwo. Ein junger, gieriger Wolf und ein gieriger Wolf. Gut. Okay. Ach, Leute. Speichern ist gut. Gucken. So. Okay. Sieht aus wie Filet, ne? Leckeres Steak. Wolfssteak. Schmeckt mir gut. Ja. Da war doch auch noch ein Wolfgang. Moment mal. Wer bellt denn hier? Ach, da. Okay, gut, okay. Wieso schießt der Junge denn nicht? Wieso wartet der immer, wenn ein Wolf kommt? Oh, jetzt kommt. Oh, gleich zwei Stück von den großen. Da habe ich nicht so die Böcke drauf. Nee. Aber Risiko ist alles. Los, kommt. Schuss. Schuss. Oh. Yeah. Ja, gar nicht gedingst. Gefokust. Ist nicht schlimm. Hab ich in der Community nicht gelesen, dass diese Blutflecken auf der Scheibe jetzt weggenommen worden sind? Oder habe ich gerade eben mich verguckt? Hallo. Okay, die Wölfe vom Athanos sind jetzt alle eliminiert. So, jetzt nochmal eine schöne Heidelbeere. Waldbeere. Oh, hier gibt es ja noch eine Waldbeere. Schön, wir haben die Wölfe von Athanos befreit. Das heißt, wir brauchen mal wieder richtig schöne Erfahrungspunkte. Irgendwie hat sich hier auch die Rinde geändert. Die finde ich aber nicht so toll. Sieht so versteinert aus. Ja, also man muss auf Details achten hier bei den Texturen. So, Dille. Hermann, die Wölfe sind weg. Die Wölfe von Athanos sind nicht mehr. Naja, zumindest das große Rudel nicht mehr, das sich in der Nähe der Schafherde aufgehalten hat. Wie? Du hast tatsächlich das ganze Wolfsrudel erledigt? Bei Innos. Respekt, Roland. Respekt. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Tja, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ich schon. Indem du mir die versprochenen 100 Goldstücke gibst. Die sollst du auch von mir haben, Roland. Ja, noch mehr, da deine Aufgabe nicht ungefährlich war. Zur Belohnung sollst du daher 200 Goldstücke bekommen. Ich habe nur eine Bitte. Verrate nichts meiner Frau. Sie würde mir sonst vorwerfen, dass ich unser Geld nicht zusammenhalten kann. Da kann die ganz schön rabiat werden. Keine Sorge, ich werde nichts verraten. Gut, hier hast du dein Gold. Nochmals vielen Dank. Und du bist immer bei uns willkommen. Na, das nenne ich doch mal klasse. 100 Gold Verdienst und 100 Gold als Schweigegeld. Sehr, sehr gut. So, erfüllte mit... Ja, ist erledigt. So, jetzt kümmern wir uns von Schwiegersohn für Johann. Ja, da kümmern wir uns nochmal. Charlotte sagte mir, Fred liebt Charlotte. So wie es aussieht, haben Hermann und Johann einfach über die Köpfe ihrer Kinder bestimmt. Ich muss mit Klaus darüber sprechen. Und das ist der Jäger. Wo war der Jäger Klaus nochmal? An der Nordsee. Nein. War der da? Doch, in irgendeiner Küste. War das jetzt in die Richtung rein? Oder war das da hinten? Nee, das war wieder in die Richtung. Oh, toll. Ja. Ja, was haben wir denn in der
dieser Textur L Apostrophiva zu Neues zu sehen. Also, ich habe mal im Textureditor mal nachgeguckt. Also völlig neue Pflanzen, neues Blattwerk, Tannennadeln, dann neue Schneetexturen, dann, wie ihr gesehen habt, neues Inventar, Menüinventar und die Schrift natürlich, die ist auch jetzt sehr angenehm, wirklich zu lesen. Da ist noch was Blaues. Oh, das finde ich toll, dass man die Waldbeeren schon so von Weitem sehen kann. Oh, die schon wieder. Mann, oh Mann, oh Mann, die wilden Nissen. Hornies. I'm horny, 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 hornissen tonight. Ah, ich und meine Albernheit. Da ist Klaus. Jo, das ist cool. Wollen wir den armen, einsamen Klaus mal ansprechen? Der Unglückliche. Hallo, Schwiegersohn. Na, alles schon für die Hochzeit bereit? Hä? Schwiegersohn? Hochzeit? Kannst du mir vielleicht sagen, was der Quatsch soll? Ach komm, jetzt tu nicht so. Du weißt doch genau, dass Charlotte dich heiraten soll. Was meinst du? Ach, jetzt verstehe ich. Immer noch dieselbe alte Geschichte. Was heißt hier alte Geschichte? Kannst du mir das vielleicht genauer erklären? Klar, kann ich. Vor mehr als 10 Jahren haben Johann und mein Vater vereinbart, dass Charlotte und ich einmal heiraten sollen. Damals waren wir aber noch Kinder. Heute aber bestimme ich selber, wen ich heiraten will. Heißt das etwa, dass du Charlotte nicht heiraten willst? Genau das. Sie ist zwar ein hübsches und nettes Mädchen, aber ich will mich nicht binden. Ich brauche meine Freiheit. Außerdem weiß ich, dass Charlotte und Fred sich lieben. Ich laufe ja nicht blind durch diese Welt. Sollen die beiden also glücklich werden? Das scheinen aber deine und Charlottes Eltern noch nicht begriffen zu haben. Zumindest Johann erzählt überall herum, dass du und Charlotte bald heiraten werdet. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Dann werde ich meinen Eltern und Johann klar machen, dass ich nichts von einer Heirat wissen will. Aber ich komme jetzt nicht so schnell von hier weg. Könntest du zumindest Johann mitteilen, dass ich als Schwiegersohn nicht in Frage komme? Mit meinen Eltern werde ich dann schon selber reden. Mit dem größten Vergnügen. So, da bin ich wieder. Ich habe mich mal ausgeschaltet. Wollte jetzt hier nicht irgendwelche Fratzen machen. Er kann uns ja was beibringen. Was kann er denn noch? Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Zangen rausschneiden, kosten Blutfliegenflügel, Fell abziehen. Wäre wohl richtig. Deswegen müssen wir erstmal gucken. Wir haben noch 8 Lernpunkte und bei der nächsten Stufe brauchen wir noch exaktement 475 Punkte. Soll ich jetzt schon? Ich mache es. Ich werde den Klaus jetzt mal das Fell über die Ohren ziehen. Was willst du? So, Fell abziehen. Das Fell von einem Wolf kannst du am besten abkriegen, wenn du die Bauchnaht entlang einmal anschneidest, die Hinterläufe des Tieres anreißt und so das Fell in einem Stück von hinten nach vorne abziehst. Gut. So. Jetzt geht es weiter. Was war das? Heilpflanze. Jetzt gehen wir wieder zu diesem unglücklichen Fred. Und ich ahne etwas. Das wird eine kostspielige Angelegenheit. Schön. Sieht jetzt auch sandsteiniger aus. Und rauer in der Struktur. So, hat er schon was zu sagen, dieser Hermann? Hey du! Nee, noch nicht. Dann geht es zu dem anderen Menschen hin, der hier nicht ist. Ergo. Er in seinem Häuschen. Aha. Diesmal sind sie dreckiger. Aber auch sehr schön. Wow, neuer Holzboden. Sag mal, habt ihr renoviert oder was? Charlotte? Nee, die Frage gibt's keine Antwort. Hey. Ich habe gehört, dass eure Tochter Charlotte den Jäger Klaus heiraten soll. Ja, das ist richtig, Roland. Unser Kind soll es schließlich ja mal gut haben. Charlotte liebt aber Fred.
Ach, das sind doch Kindereien. Das geht vorbei. Glaub mir. Wenn du meinst. Ich aber glaube das nicht. Was habt ihr nur alle gegen Fred? Gar nichts haben wir gegen Fred. Als Schwiegersohn wäre er mir schon sympathisch. Wenn er nur genügend Geld besitzen würde. So aber würde unsere Tochter ja am Hungertuch nagen. Aber mehr werde ich jetzt nicht sagen. Alles Weitere solltest du besser mit Johann diskutieren. Aha, eine kostspielige Angelegenheit, diese Hochzeiten. Vor allem, wenn man selber gar nicht damit beteiligt ist. Ich heirate ja nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Wo ist denn Johann? Ach, wahrscheinlich hier drin, oder? Leute, wo ist der? Wo ist der Mensch? Spät? 10.44 Uhr, warten wir noch ein bisschen. Red gedeckt? Hm. Lustig. Was? Nee, das ist ja der Anne da. Das ist ja er wieder. Das ist der Hermann, der sagt ja noch nichts, ne? Ja, der sagt noch nichts. Ach ja, wo ist denn jetzt der... Ich glaube, der Johann ist nach oben gegangen, um Holz zu sägen. Ja, natürlich. Er muss ja noch ein bisschen Holz sägen hier. Ja, richtig. Und bei der Gelegenheit kann ich... Na, ich habe ja, glaube ich, keinen Baumstamm oder auch keine... Hey! Keine Scheiben mehr. Es wäre natürlich toll, würden sie hier irgendwie so ab und zu mal Baumstämme spawnen. Baumstämme spawnen? Ja, da ist er doch. Der Gute. Der Gute. Johann. Hey. Charlotte liebt eindeutig Fred. Du solltest dich damit abfinden. Wie abfinden? Wie kommst du denn mir? Sie heiratet den Klaus und damit basta. Hey, du wirst deine Tochter noch unglücklich machen. Siehst du das nicht ein? Ach was, Charlotte wird mir eines Tages dankbar sein, dass ich die richtige Entscheidung für sie gefällt habe. Findest du nicht, dass Charlotte alt genug ist, selbst über ihr Leben zu bestimmen? Jetzt reicht es mir langsam. Misch dich nicht länger in unsere Angelegenheiten. Verstanden? Du willst doch nur, dass dein Freund Fred sie bekommt. Doch, das kann er vergessen. Ich habe mit Klaus gesprochen. Er denkt nicht daran, Charlotte zu heiraten. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Das hast doch bestimmt du mir eingebrockt, was? Geh mir bloß aus den Augen. Hey, ich habe dir gar nichts eingebrockt. Ich habe nur mit den Leuten geredet, klar? Ach was, erzähl mir nichts. Du hast mir meinen schönen Plan durchkreuzt. Aber eins sage ich dir, solange dieser Fred so arm wie eine Kirchmaus ist, wird er meine Tochter nicht bekommen. Erst wenn er mir 1000 Goldstücke auf den Tisch legt, wäre ich bereit, ihn als Schwiegersohn zu akzeptieren. Und das ist mein letztes Wort in dieser Angelegenheit. Verstanden? Verstanden. 1000 Gold hab ich nicht. 344, also muss ich irgendwie Geschäfte machen. Holzstumpf. Habe ich noch was? Ich glaube nicht. Ende. Eine Holzscheibe spalten. Habe ich doch richtig geguckt. Ne, das ist doch schön. Dann habe ich nichts mehr. Dann kann ich ja nochmal handeln. Und zwar in der Burg. Soll ich jetzt in der Burg teleportieren? Die ist doch gleich da oben. Also, was soll's. Tausend Gold. Dann beschicke ich die mal deren Aussteuer in Gold. So sieht's doch aus. Ja. So ist es doch. Ah, die Ketten sind neu. So sehen gleich viel besser aus, finde ich. Wo machen wir denn hier unsere Geschäfte? Am besten mit Kuno. Mann, oh Mann, oh Mann. Der Schmied ist ja nicht da. Nee. Ich hab so einiges gehört. Ach. Auf dem Weg können wir mal Bruno hey anquatschen.
Und sonst noch, bringt mir bei, wie ich mit dem Schild pariere. Ich will von euch. Das Armbrust bildet mich. Ich will stärker und geschickter werden. Nein, ist nichts Neues drin. Von mir erfährt keiner was. Keine neue Gesprächsoption. Oliver, ja, hatten wir schon angequatscht. So, Kuno. Wir wollen was an dich verkaufen. Mal gucken, was können wir denn hier wegballern? Was brauchen wir nicht? Ein Paladin Zweihänder. Uah, dann haben wir hier einen Offiziersdegen, den habe ich ja. Wie viel benötigte Schaden? Moment mal, benötigte Geschicklichkeit 40. Schaden 60. Ah, auf den sollten wir mal skillen. Eine gewöhnliche Axt. Eine rostige Axt, die können wir ihm verkaufen. Was habe ich ihn jetzt verkauft? Ich wollte ihm eine Spitzhacke verkaufen. Ach so. All das, was schwarz hinterlegt ist. Gut, okay. Spitzhacke brauche ich auf alle Fälle. Was haben wir hier? Sense. So, ein Kurzschwert der Miliz. Eine Sichel, vielleicht brauche ich sowas. Dann haben wir einen Weidenbogen, können wir verkaufen. Können wir auch verkaufen. Dann Feuerpfeile. Ach, oh Gott, was können wir ihm denn noch so andrehen? Was ist denn noch wertvoll? Gehen wir mal weiter runter. Bei den lustigen. Eine Rekrutenrüstung. Ja. Kriegt er. was können wir ihm noch vermachen? Hier, Ring der Lebenskraft und man. Ah, ist ein bisschen kompliziert hier. Warum springt er immer rüber? Ach, das, was blau ist, ist besetzt. Ist klar. Bam, 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 bam. Hier, 16 Knochen. Weg damit. Mag keinen Müll mit mir rumschleppen. So, Hornmuscheln. Ach, die muss ich erstmal öffnen. Ah, dieser goldene Kelch, weiß ich nicht. Doppelter Apfel. Salz. Salz, vielleicht brauche ich Salz. Okay, goldene Ringe brauche ich auch nicht. So, Honigtabak. Alte Münzen. Ja. Ach, die haben gar keinen Wert. Oh, tolle Nummer. Jetzt Knochen eines Goblins. Haut eines Reptils, die brauche ich. Schafsfelle. Flügel, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Ein Hering. Schlüssel. Dietriche. Fackeln. Perlen. 18. Komm. Kriegste Perlen. So, Klappmuscheln. Die muss ich alle noch öffnen. Goldene Halskette. Okay. Goldbrocken brauche ich vielleicht. Feder zum Schreiben. Alle so wertloses Zeug. Alles wertlos. Stängel Sumpfkraut. Pech brauche ich vielleicht. Hier, silberner Kerzenhalter. Ja, wieso nicht? Ein Kochlöffel. Brauche ich nur einen. Was haben wir? Brauche ich auch nur eine. Bergkristall. Was haben wir denn hier? Gletscherquarz. Ja, Gott. Weg damit. Ja, ungefähr drei lassen wir mal übrig. Silberkelch hat der, oh, der hat ein bisschen was. Drei silberne Ringe. Schädel haben keine Werte. Oh, Schädelsche. So, haben wir denn schon 1000 Gold? Nein, haben wir noch nicht. Ein Kerzenständer, 960. Krauttabak. Waffenbündel. Vielleicht brauche ich das. Holzfäller-Axt. Reicht eine. Oh, 964. Der arme Kerl kann. Ich glaube nicht. Echter Seemannsgrog. Mal gucken, ob die Getränke was bringen. Nee. Das bringt alles nichts. So eine Fischsuppe auch nicht. Milch bringt's auch nicht. Na gut, okay, dann müssen wir irgendwo anders noch Gold holen. Ich habe ja auch alles schon eigentlich geöffnet. Ach ja, Moment mal. Die Probleme habe ich kommen sehen. Eine Bürste. Müsste ihm eigentlich. Man erzählt sich ja so einiges. Mal gucken. Wie kommen wir denn jetzt an Gold? Grobes Bau. Und das gibt Geld, das gibt Geld. Dann komme ich gerade auf eine Idee. Vielleicht gibt's das hier. Was haben wir denn hier? Licht, heiliger Pfeil. Gibt's hier vielleicht. Schla. So. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So, weg damit.
Das war aber ziemlich schnell sein. So steht es in den Heiligen Schriften. Davon lasse ich lieber die Finger. Wobei ja hoffentlich schläft er ein bisschen lange. Das liegt doch auf der Hand. Ja. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich hier noch? Ach, da wacht er wieder auf. Und da habe ich ein Breitschwert vergessen. Kuno? Für den König. Ja, für den König. Warte mal. Zeig mir deine Ware. So geht's übrigens auch. Wie kommen wir an Geld für die Hochzeit? Das haben wir jetzt noch eben mehr gesehen. Ärger kann ich nicht gebrauchen. Wo sind denn die ganzen Breitschwerte? Breitschwert der Miliz? Ach, da. Oh. Zuck, 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 zuck. Ich kann das nicht glauben. So. Ist egal. So, dann haben wir wenigstens ein Breitschwert. Und wir haben 1092 Gold gemacht. Somit können wir also im nächsten Teil die Hochzeit bezahlen. Seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Odyssey im Auftrag des Königs in der L-Apostrophiva-Version. Und schreibt Kommentare, gebt mir einen Daumen, abonniert mich. Ciao.